Hallihallo, Hallöle und willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2. Heute wieder bei Schiedwetter hier in Berlin. Und ja, wir fahren heute den Gelenkbus aus der MAN Stadtbus-Familie. Und mit dabei ist heute der James. Mahlzeit. Ja, sag mal, Carsten, wo fahren wir denn hin? Ruhleben. Ja, da kannst du auch nicht in Ruhe leben. Nee, ha, nee. Meilen wird geklaut. Ja, wir fahren von der Nervenklinik aus. Ja, da kannst du auch nicht in Ruhe leben. Nee, das ist total laut hier mit den ganzen Bekloppten. Ja, auch die Feuerwehr und so, ne? Total assi. Ja. Aber gut, hier steht das Krankenhaus wenigstens noch. In Bochum, die Klinik Bergmannsheil ist irgendwie die Nacht abgebrannt oder halb abgebrannt. Auch sehr interessant. Aber gut, das sind Themen, die können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um diesen wunderschönen Bus. Du bist den ja auch schon gefahren, ne? Ich bin den auch schon gefahren, ja. Tatsächlich. Bist auch zufrieden, habe ich gesehen, ne? Ja. Hab ich schon in deinem Video gesehen, du. Bis auf ein paar Kleinigkeiten bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Ja, also was ich halt cool finde, ist wirklich, dass man sich den zusammenbauen kann, wie man so will. Ja. Finde ich echt auch faszinierend. Auch für dich als jemand, der Hamburg mag, die große Heckmatrix. Ja, zum Beispiel, genau. Allerdings würde ich die nicht. Ach so, den Tracker, den mache ich gleich an. Bei so außerhalb von Hamburg würde ich die tatsächlich jetzt nicht einsetzen. Also auf meiner Karte zum Beispiel würde die nicht kommen. So, wollte ich jetzt mal so gesagt haben. Also auf Ruhrau. Auf die Ruhrau. Kleine. Meinte ich, genau. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja, wir wissen, wie deine Karte heißt. Mhm. Genau. Mhm. Genau die. Ruhleben, ja. Genau. Und so, dann Weiterschaltung an. Tschack, habe ich ja auch dazu gelernt, dank der Kommentare. Ja, ich auch. Und, ja, wir fahren los. Das habe ich in den Kommentaren auch gelernt. Ja, das ist cool, dieser, ne? Fahrplan da ist, ja. Es ist total super. Wusste ich nicht. Habe ich gesehen. Ich habe mir gedacht, Fahrplan, ja, da kannst du dann über den Bus wahrscheinlich irgendwie den Fahrplan wechseln oder so. Hm, okay, toll. Wir fahren nicht ganz eine Stunde. Okay. Aber ja, Modellkonfiguration bei dem Fahrplan machen wir nicht. Hm? Bei dem Fahrplan hätte ich jetzt tatsächlich sogar was zu meckern. Ja, die Klammer da. Da hätte man auch diesen MAN-Hintergrund einfach machen können. Ja, wäre schöner gewesen. Also einfach nur die Schrift, also als wenn das wirklich Monitor wäre, ne? Genau. Also im Grunde ist es ja Monitor und das stimmt. Das sind so diese kleinen, aber feinen Details. Carsten, du bedienst die Heizung falsch. Ja, erklär mir mal, bitte. Nur rechts in der Mitte den Knopf erreicht. Das ist die Klimaautomatik. Liebe Gäste, ich wollte jetzt erst sagen, es dauert jetzt eine Stunde. Der James erklärt mir die Klima, aber okay. Also nur den. Nur den. Nur den. Das ist für den Fahrgastraum, ja. Ja, und ich? Ich soll erfrieren, oder was? Du, deine ist über die Drehregler, deine Heizung. Ja, okay. So, machen wir mal Licht. Tschack, tschack. Du hast schon wieder das Kassenlicht angemacht. Ja, mache ich immer. Weiß auch nicht, warum. So. Aber dann leuchtet das alles so fies. Was ist das denn da? Das ist abgegriffen. Ah ja. Okay. Lass ich mal so gelten, dass das abgegriffen ist. Ach, guck mal, die Tachonadel leuchtet ja jetzt sogar. Cool. Ach so. Ja, wir haben... Übrigens, der James hat mich gerade schon darauf aufmerksam gemacht. Es gibt einen Fix für das, für die Stadtbus-Family. Genau. Der ein oder andere, der es vielleicht noch nicht weiß oder nicht weiß, wo es herkriegt, ich glaube, wir machen das mal unten in die Videobeschreibung mit rein, ne? So, dann wollen wir den Tracker anmachen. Und da kommt das, schon ein komischer Bus. Ich habe von dem Fix übrigens auch nur durch Josh in seinem neuesten Video erfahren. Ach, und guck an. Unter anderem deswegen freue ich mich jetzt zum Beispiel, der Carsten hat das ja schon installiert in meinen Videos, die jetzt noch kommen, also heute, morgen und übermorgen kommen. Da ist das Update noch nicht drin, deshalb ärgere ich mich da auch tatsächlich noch ein bisschen drüber, dass die Tachonadel nicht leuchtet. Also ja, bitte nicht wundern und nicht schlagen. Es wird dich keiner deswegen schlagen, mein Freund. Definitiv Nein. nicht. Nur disliken. Genau, richtig. Ja, aber ja, das ist echt komisch. Warum so viele Dislikes da unter dem Video sind. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Echt nicht. Weiß ich auch nicht, aber das ehrlich gesagt, das ist mir egal. Ist auch Wumpe, ne? Wir machen das ja auch
des Spaßes wegen. Vor allen Dingen, ich weiß, Interaktion ist Interaktion. Edge. Edge. Edgy Badgy. Cool aus, ne? Der hat sogar hinten LED. Ja. Cool aus, ne? Oder? Das hat durchaus was. Warum haben die anderen Versionen das denn nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hängt das mit der Matrix zusammen, hinten? Ja, kann sein. Mich würde gleich mal interessieren, ob da jetzt das Bremslicht auch mit integriert ist gleich, wenn du dann mal losgefahren bist und das Bremslicht aus ist. So, jetzt haben wir noch eine Minute, ne? Dann haben wir erstmal Loading AI. Ja, ganz, ganz viel Loading AI. Ich liebe ja, es. Ich auch. Ja, wir fahren übrigens bei Dreckswetter, weil ich mal die Tröpfchenbildung hier mir anschauen wollte, aber ja, sieht gut aus, ne? Ja, doch, sieht gut aus. Guck mal, hier teste das gerne mit der Scheibenwaschanlage. So. Aber die gehen nicht weg, wenn ich die aufmache, guck mal. Nee. Das hat nur der Solaris, glaube ich, von Alter hat das. Echt, dann gehen die weg? Ja, ich glaube, bei dem ist das so. Cool. Bei dem trocknet auch die Tür, wenn die Tür auf ist. Warum steht denn da jetzt minus 10? Habe ich jetzt was falsch eingestellt? Weiß ich nicht, guck mal auf den Parkplatz. 12.37 Uhr. Achso. Mhm. 37, nicht 27. Ja, okay. Ja, Carsten 37, nicht 27. Junge. Alter Schwede, ich bin heute wieder durch, ne? Aber gut, dass Freitag ist. Ja. Auf der Arbeit war es heute echt etwas anstrengend. Guten also Tag. Für jeden, der sich fragt, heute ist Freitag, der 30. September. Genau. Nicht Freitag, der 13., Gott sei Dank. Ja, ein bisschen nerven die Scheibenwischer. Also dieses Geräusch. Weiß ich nicht, aber die machen halt Geräusche. Das ist, ja. Halt also ich wollte jetzt auch nicht da über das Gerät ich weiß ja nicht, du bist ja halt Audi-Fahrer. Ich weiß nicht, ob deine Scheibenwischer Geräusche machen. Nein, die machen keine. Die sind geräuschlos. Das Einzige, was Geräusche macht, ist meine Lala, das Navi und der Motor. Also. Rum, rum, macht er. Also. Rum, rum, rum. 1,6 Liter, ja. Ja, also Bremslichter sind nicht drin. Nee, Bremslicht ist nicht drin. Da bin ich mir jetzt halt auch nicht sicher, ob das beim Original so ist oder nicht. Das kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Ich bin ja, Omsi-Fan, ne? Und ich freue mich ja auch immer über solche Busse, aber Vergleiche mit Originalen, da bin ich eigentlich meistens der falsche Ansprechpartner. Riesiger. Der Carsten fährt nämlich nie Bus. Nee, bin ich früher mal, genau. Aber seitdem ich arbeite, habe ich auch gar nicht mehr groß die Möglichkeit, viel Bus zu fahren. Weil bis Düsseldorf mit dem Bus und Bahn ist schon etwas nervig von uns aus. Ja, es sei denn, der Carsten fährt mal irgendwie abends feiern oder so. Genau. Riesinger Straße. Dann ist es schon ganz sinnvoll, den ÖPNV zu nehmen. Ja, oder Taxi. Ja, obwohl Taxi ist teurer. Ja, das ist es schon, ja. Definitiv, ja. Aber funktioniert auch, ne? Ja, ich bin dann eher derjenige, der sich dann lieber in Nachtbus hockt. Auch wenn der anderthalb Stunden fährt, aber ich schlafe sowieso meistens ein. Schön. Achso, ich sollte vielleicht die Pfeile anmachen. Weil so hundertprozentig weiß ich nämlich nicht, wo wir lang müssen. Das übrigens nicht nur im Nachtbus, allgemein irgendwie Busfahren macht mich müde. Okay. Weiß nicht warum. Guck dann, ob Pong, ja. Hat jetzt keiner gesehen, oder? Nee. Hat auch keiner gesehen, dass ich am Pferdemarkt den Blumenkübel ein bisschen. Ja, ist halt so, ne? Der hat eine komische Kollisionsbox halt. Ich war halt definitiv noch irgendwie 10, 15 Zentimeter davon weg und Omsi meint, ich bin da schon gegengefahren. Ja, Omsi ist da auch manchmal gnadenlos, ne? Mhm. Ja, ist schon scheiße. Aber gut. Ja, ist wenigstens kein Unfall mit irgendwelchen Autos. Das ist richtig, das ist richtig. Hatte ich, glaube ich. Nee, hatte ich in Ruhe aber tatsächlich nicht. Ja, siehst du. Guck mal. Da war ich unfallfrei. So, diesmal wollen wir das Haltestellenschild aber stehen lassen. Wir stehen auch sehr nah an der Straße in Berlin. Hallo. Hallo, kleiner Junge.
Ja, das stimmt allerdings. Aber das ist auch schade, ne? So, der kleine Junge musste jetzt schön im Regen stehen bleiben. Ja, ist egal. Das ist sowieso ein Rotzlöffel. Ein AK, ne? Einmal AK, immer AK. Halten wir ja schon. Der Mittermeier hat es treffend formuliert damals. Ja. Ja, guck mal, da ist schon wieder so ein alter Bus hier. Und ja, ein O305 heißt er übrigens. Ja, ein O305 ist da übrigens. Ja. Ne? Sehe ich. Sehe ja. Ich wohl. Aber warum? So ein schöner Bus. Ja, ja. Ja, weil. War er da rot? Ja, die ist jetzt voll in den Bus gerannt. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass sie über nee, rot gerannt die ist. Die ist über rot gerannt. Weil jetzt haben die nämlich erst grün da, die Kackvögel. Ja, aber zu der Frage wegen dem O305, die AI-Listen enden halt im Jahr 94. Ja, vielleicht hätte ich die vorher mal, obwohl, so oft fahre ich ja hier nicht, ne? Kommt ja auch keiner ein- oder aussteigen. Dann brauche ich die auch nicht bearbeiten. Das erinnert mich an die Fahrt in Lemmental bei mir. Wieso? So chaotisch schon, fast, ne? Fast die ganze Zeit Leerfahrt gehabt hat. Hochhausweg. Ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt noch ein paar Leute hier zu uns stoßen. Das ja, wäre ja schon toll, ne? Ich bin auch neugierig. Die kommen dann ja meistens direkt hier in den Channel. Und die sehen, oh, ja. Da unten ist jemand. Ja, stimmt. So wie ich das letztens in der einen Aufnahme von Mario und Julian gemacht habe. Ja, aber... Ja, stimmt. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Nö, ja. Das ist immer... Aber schön ist er, oder? Ach, guck mal, hier haben wir auch die vor allem, Schlaufen. Vor allem, ich finde es interessant, immer die Werbung hinter Fahrer ist eine andere. Ja, es gibt da verschiedene. Ja, in deinem Video war es, glaube ich, da war es also O305. Genau, ich wollte ja noch was zeigen. Pass auf, warte mal. Ja, die Werbung, Typ 3, ja. Ich habe an der falschen Stelle gesucht, definitiv. Tracker wieder an. Hey! Prospektständer hinten ist 2. Echt? Ja. Echt? Ich dachte, das wäre Version 3 gewesen. Ich meine, es wäre... Nee, Version 3 habe ich nie gefunden. So, nochmal, jetzt gucken wir nochmal. Ja, Tracker, ich muss den immer wieder anmachen, sonst kriege ich die komisch. Nee, das ist hier, genau, das ist das Plakat. Achso, dann ist Typ 1. Nee, Typ 1 ist... Der Prospektständer hinten. Entschuldigung, wir müssen das mal eben kurz hier ausprobieren. Ja, weil wir haben alle keine Ahnung. Genau, weil Typ 1. Ja. Oh. Ich glaube ja. Da! Typ 1! Richtig. Ja. Jetzt ist nur die Frage, was ist Typ 3? Ja, Typ 3? Ja, was ist denn Typ 3? Du hast gesagt, irgendwas vorne. Nee, ich dachte, das wäre Typ 3 gewesen. Ich hätte gedacht, du hättest 3 geschaltet. Ich habe auch alle 3 eingeschaltet gehabt, ja. Aber ich habe den dritten nie gefunden. Komisch. Na gut, vielleicht finden wir den ja noch. Mal gucken, an einer vielleicht anderen tatsächlich, Haltestelle. Vielleicht tatsächlich, wenn du mal zur Tür guckst. Zur Tür? Ja, da sind ja manchmal so Halterungen vorne montiert, wo Fahrpläne und so ein Kram und Flyer drin sind. Aber ist hier gar nicht. Achso, ich hab's aber, glaube ich, auch wieder ausgeschaltet. Egal. 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 So. Egal. Wir kriegen das bestimmt noch irgendwann raus. Genau. Oder ihr schreibt uns das in die Kommentare, weil ihr kompetenter seid als wir. Das ist auch überhaupt keine große Kunst. Ey, komm nicht so weit rüber. Ja, das ist es auch. Echt nicht. Ich bin ja manchmal, also ich gehe manchmal ja so sehr unvorbereitet in so ein Let's Play. Ich auch. Im Spektrumfeld. Ich habe das, also du hast das Readme ja überflogen. Der Josh hat's geöffnet gehabt nebenbei. Und ich habe weder überflogen noch habe ich es geöffnet gehabt. Aber also alles dabei gehabt. Ich bin einfach da rangegangen und habe mir gedacht, du nimmst jetzt einfach die Try and Error Version. Du probierst einfach. Nee, ich wusste ja jetzt durch diese, dass man da halt so viel verändern kann. Und ich wollte eigentlich nur wissen, wo. Paul Gerhard. Und das Geile ist, man hat sich das ja dann schon überflogen. Ibis, bin ich
komplett drüber weg, weil dachte ich, ja, ist halt schon Standard, ne? Ja, wie halt in Berlin und so. Und dann höre ich so, ja, man kann da die automatische Haltestellenansage ein- und ausschalten. Ich sage, ah, steht in der Readme. Ich sage, oh, schön. Ja. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell im Überfliegen. Ja, das haben sie mir dann auch runtergeschrieben. Das kann man doch, hat der Bus doch, kann man einschalten. Hab ich dann gesagt, ja, mittlerweile weiß ich das auch. Ich hab's dann im Forum irgendwo gelesen. Ich hätte dann auch gedacht, okay. Mhm. Hättest du dich vielleicht mal vorbereitet, aber nö. Nee, ist auch langweilig. Ja, eben, ich wollte das halt mit den Zuschauern zusammen entdecken und erleben. Genau. Try and error. Ja. Ja. Ist auch nicht verkehrt. Müsste eigentlich nur gut beten, um sie irgendwelche Add-ons zu lesen. Ja, da steht ja auch immer so viel unnütziges Zeug drin, ne? Unnützes Zeug, so. Was man nicht so braucht. Vor allen Dingen stehen da auch viele Grundlagen drin, die man halt als erfahrener User schon weiß, als neuer User aber halt noch nicht. Von daher, ich sehe schon die Berechtigung, warum es drin steht, aber ich brauche es halt nicht. Und dann überlese ich sowas auch gerne mal. So wie du das zum Beispiel mit dem Ibis. Ja, genau. Ja, man schaut sich dann die Bilder an und denkt so, ja gut, Ibis kennst du. Ne? Hm, so. Genau. Also, was soll ich mir die Scheiße dann noch angucken? Richtig. Und ich habe gesehen, dass tatsächlich das mit dem fehlenden MAN-Emblem zum Beispiel so eine Berlin-typische Sache ist oder auch in Hamburg. Mhm. Oder so, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, einige Repaints haben da kein Emblem, andere schon. Ach, das liegt am Repaint auch hier vorne. Und also auch ja, am Lenkrad, glaub, ja, meinst du? Also so, nee, am Repaint. Das ist einfach dann irgendwie eine Variable, dass das Lenkrad kein Emblem hat oder so. Okay. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass es teilweise halt Repaint-abhängig ist. Ich habe mir heute mal so ein bisschen den Support-Thread für das Add-on durchgelesen. Ah, okay. Ich hätte zwischendrin mal akut Langeweile. Achso, man sollte vielleicht die Haltestellenfreigabe mal machen. Oh, guck mal, außen Schiebe. Ja, typisch Berlin. Sexy. Hässlich. Ich finde die geil. Mag die nicht. Aber die haben keinen Piepton. Nicht, dann musst du ihn einschalten. Ja, das mache ich jetzt auch. Ich möchte einen Piepton haben. Ich weiß, der James, der hasst diesen Piepton, richtig? Türwarnton in der Mitte. Mitte. Da. Mhm. An. So. Sehr gut. Dann machen wir das jetzt so. Ist die Feuerwehr? Ja, Carsten steht total auf Piepen. Ja. Ich stehe auf Piepen. Ja. Ja. Bei mir piept's auch halt manchmal, deswegen stehe ich da drauf. Also ich mag auch Piepen, vor allem ganz viele auf meinem Konto, aber das verstehen Moneten. Jetzt wieder nur Kinder, verstehen wieder nur Kinder der 80er, das ist das Problem. Ja, ist so wie Heiermann, ne? Ja. Gib mir mal einen Heiermann. Hör mir auf, Heiermann. Ich hatte letztens die Spinne hier in der Pflege, die so groß war wie so ein Heiermann. Ach du Scheiße. Es seilte sich so über mir ab. Ich hab nur aus dem Augenwinkel irgendwas Großes von der Decke runter segeln sehen und dann habe ich diese Riesentrümmer gesehen. Oh. Ja, die Bild, die hat ja... Ich bin noch nie schnell irgendwo weggerannt. Die Bild hat ja zwischendurch so interessante und wichtige Meldungen wie Mann wurde von Spinne in Penis gebissen und so. Ach so. Habe ich jetzt so letztens die Tage wieder gelesen. Ich habe nur Anfang des Jahres gelesen, dadurch, dass der Winter so mild war und allgemein das Klima jetzt wärmer wird, wäre in Deutschland jetzt eine relativ große Spinnenart heimisch geworden. Aha. Irgendwann Anfang des Jahres, im ersten Quartal habe ich das mal gelesen. Und ja, danke, genau so eine hatte ich dann in der Bude. Ich hab noch Anfang des Jahres gehofft, hoffentlich trifft dich das nicht. Mir war aber irgendwie schon klar, nein, das wird an dir nicht vorbeigehen. Du hast dieses Glück einfach nicht. Hallo. Also wir haben Fliegenprobleme zwischendurch mal gehabt. Also die das habe ich auch seitdem. Seitdem mein Mieter aus und der Sohn meines Vermieters in dieses Haus eingezogen ist, habe ich im Hausflur Fliegen. Im Hausflur? Im Hausflur.
Okay. Von mir kommen sie nicht. Ich hatte davor die Jahre nie Fliegen im Hausflur. Hallo. Vielleicht mal eine oder zwei in der Wohnung. Die haben aber nie lange überlebt. Meinst du, das hat eventuell mit dem Zustand der Wohnung zu tun? Merziger, ja. Straße. Meine ich. Okay. Nicht gut. Nee. Gar nicht gut. Nee. Muss man nicht haben. Ist mir aber auch egal. Hättest du mal die Spinne unten ausgesetzt, ne? Dann hätte die Spinne die Fliegen. Nein, da habe ich erstmal 15 Minuten gebraucht, um mich an dieses Tier ranzupirschen, damit ich es dann platt hauen kann. Dann habe ich auch noch daneben gehauen, dann ist sie weggerannt, dann musste ich die suchen. Ja. So, dann habe ich sie wiedergefunden, dann habe ich noch dreimal daneben gehauen, bis ich sie dann getroffen habe und dann habe ich wie ein Wahnsinniger drauf gehauen. Nicht schlecht. Jetzt machen wir nochmal was. Jetzt, ich mache mal dann hier so ein. Was machst du denn? Ja, ich muss nochmal weiter nach hinten. Oh! Jetzt fahren wir rückwärts. Oh! Spektrum. Jetzt sind wir wieder vorwärts. Aber was cool, ne? Hin? Ich wollte mal den Motor hören, aber. Achso, ja, dann. Machen wir es so. Geht. Oh, ich muss wieder anhalten. Ja, haben wir anhalten. Im Spekteweg, nicht Spektefeld. Ja. Spekteweg. Aber ohne C, nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird. Hallo. Hallo. Nur K ohne C. Aber schön, ne, der Bus, ne, oder? Also ich ja, kann es nur wiederholen. Gefällt mir tatsächlich auch. Eins der Add-ons, wo ich sage, die sind wirklich gelungen. Ja, definitiv. Und das Geld wert, ne? Das auch. Zeppelinstraße, also, Segefelderstraße. Mag ja, also einige mögen so reine Fahrzeug-Add-ons nicht. Ich schon. Ich fand auch O305 und O305E wahnsinnig gut.